manchmal habe ich auch Ideen, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, die sind 2 und 4 und dann muss ich immer dabei sein und warten, bis sie einschlafen und das dauert ewig. Und manchmal machen die auch Quatsch dabei und dann dauert es nochmal länger. Und genau, dann denke ich da auch immer mit Mathe nach. Da kann ich nämlich auch nicht weg oder wird von E-Mails oder irgendwas anderem abgelenkt. Da ist es eine fokussierte Zeit. Ich bin ja jetzt erst seit kurzem hier. Meine Zukunft kann ich mir auch gut vorstellen, hier mal draußen auf der wunderschönen Wiese in einem Mathematikzentrum zu arbeiten. Nur in den letzten 2 Wochen hat es viel geregnet und heute ist es so heiß. Aber an einem anderen Tag werde ich das bestimmt mal machen. Dann bekommt man da diese Schritte vorgegeben, wie so ein Kochrezept. Und es wird eigentlich oft gar nicht besprochen, warum dieses Rezept funktioniert, also warum man diese Schritte macht. Es geht dann einfach nur darum, das auszurechnen, ohne zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und im Mathematikstudium ist es eigentlich genau umgekehrt. Da geht es überhaupt nicht darum, was auszurechnen, sondern es geht darum, Sachen zu verstehen und zu beweisen. Und das ist viel interessanter und viel besser als das ganze Rechnen in der Schulmathematik.